Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Und was geht denn eigentlich auf Ivys Umhang für eine Strobo-Party ab hier? Naja, okay. Ja, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir haben einiges zu tun. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, wir wollen hier direkt mit der neuen Charles Dickens-Erinnerung anfangen. Höllenglocken, empfohlenes Level 4. Das sollten wir hinbekommen. Und mal gucken, was wir in dieser Folge alles schaffen werden. Oder in dieser Aufnahmesession. Ich wollte eigentlich erst Assassin's Creed Origins aufnehmen, aber Uplay muss mal wieder ein 3 GB Update runterladen. Irgendein neuer, was weiß ich, Patch oder so. Das ist, naja. Und ich habe hier gehört, für Assassin's Creed Origins kommt am 23. Januar, wenn ich es noch richtig weiß, ein Story-DLC raus. Den werde ich mir natürlich auf jeden Fall krallen. Mal gucken, wann wir dann dazu kommen, den zu spielen. Vermutlich erst, wenn wir die Hauptstory abgeschlossen haben. Denn der wird die Levelgrenze auf 45 erhöhen und neue Gegenstände und neue Loot-Sachen einführen und so. Und auch, glaube ich, eine neue Region. Eine Flut von recht verblüffenden Diebstählen in der Stadt. Diebstähle in London sind vollkommen übernatürlich. Zuerst erschienen sie wie normale Diebstähle, aber die Täter haben alle ausgesagt, dass sie unter dem Einfluss einer übernatürlichen Macht standen. Ich glaube zwar, dass Kriminellen vor dem Gesetz jede Ausrede recht ist. Jedoch haben diese Diebe alle das Gleiche vorgebracht. Sie sagen, sie wurden von einem Dämon kontrolliert. Würden Sie den Fall untersuchen? Einer der besessenen Verbrecher befindet sich just in diesem Moment hinter Gittern. Sie sollten Ihre Suche dort beginnen. Na gut. Und dann habe ich noch gehört, dass am 6. März dann für Origins noch ein Story-DLC rauskommt, der dann die Levelgrenze nicht nur um 5, also auf 45, sondern um 10 auf 55 dann hochsetzen wird. Und das muss ja ziemlich krasser Shit sein, wenn die das so machen, wie die das machen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Was hat er getan? Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier um London. Ein Dämon hat mich gezwungen. Ich erinnere mich kaum. Das ist das Komische. Ich habe noch nie vorher irgendetwas gestohlen. Jawohl, wir reden mit dem Pfandleiher. Ein Dämon, okay. Dann würde ich sagen, das überlassen wir den Winchesters. Ah, halt, die gibt's ja noch gar nicht. Schade. Auf die andere Seite der Stadt. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel aufnehmt und dann juckt die Nase? Kunga hat das Phänomen ganz oft. I feel you, bro. So. Hallo? Die Kiste.
So. Hallöchen. Reden Sie. Erzählen Sie mir von dem Überfall. Da gibt's nicht viel zu sagen. Viele Gegenstände kamen vom gleichen Verkäufer. Enzio Capelli, Zauberkünstler, ein berühmter Schausteller aus Italien. Vor ein paar Wochen musste er seine Familienerbstücke verpfänden. Schulden. Ich habe die Adresse der letzten Person, die etwas von ihm ausgelöst hat. Eine hübsche Perlenkette. Hilft Ihnen das? Nicht schon wieder! Haltet sie auf! Stopp! Haltet die Dieben auf! Ja, dann renn doch, Mann! Vorwärts, du dummes Tier! Etwas im Leihhaus gestohlen. Es ist alles so verschwommen. Aber ich erinnere mich an etwas Silbernes vor meinen Augen. Dann war da eine Art Glocke. Ehe ich mich versah, stehe ich hier bei Ihnen. Meine einzige Spur ist der mysteriöse Käufer. Das heißt... Hier, wie heißt das? Hypnose? Zu dem Dämon führen. Hat sie jetzt durch die Wand gesehen. Jetzt dreht er sich gleich um, oder? Hm.
Jetzt? Okay. Starten wir das Ganze nochmal. Was auch immer da gerade schiefgegangen ist. Ja, doch. Jetzt warten wir, bis er runtergeht, und dann warten wir hinter einer Ecke, bis es sich unten umgedreht hat. So. Super geil, der Typ, ey. Hopp, hopp, hopp. Bester Kutschendude aller Zeiten. Auf denselben Wagen klettern wie der Dieb. Naja, da hat diese Kutsche geschrieben. Vielleicht geht's um den Bahnhof. Weiß nicht genau. Wir wurden entdeckt, aber dieses Mal scheint es trotzdem weiterzugehen.
Lucio Capelli, nehme ich an. Sie sind also für den Diebstahl ihrer eigenen Juwelen verantwortlich. Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein Kind? Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Moment. Aha. Sie befinden sich auf dem Holzweg. Und jetzt werden Sie sehr, sehr müde, nicht wahr? Ja, ich bin sehr, sehr müde. Jetzt werden Sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen, nicht wahr? Welch geflügeltes Benehmen! Was ist passiert? Wo bin ich? Sie wurden wegen Diebstahls verhaftet. Wirklich faszinierend. Ich kann mich an nichts erinnern. Bringen wir sie hier raus. Dank meiner Beziehungen werden sie nicht angeklagt, da sie sich nicht unter Kontrolle hatten. Sei frei, kleines Hündchen. Naja. Das war so semi-erfolgreich auch. Ich würde sagen, wir wechseln einmal zu Jacob, damit er auch wieder zu tun hat. Was machen wir denn als nächstes? Hier ist eine Charles Darwin-Erinnerung. Ein abscheuliches Mysterium. Das klingt doch eigentlich ganz gut, das können wir machen. Abscheuliche Mysterien sind immer super. Diebstahl. Hey, Dude. Einen schönen Tag noch. Danke. Stufe 4 Gegner. Okay. Untersuchen Sie eine seltsame Blume, die in London aufgetaucht ist. Sind es. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ein Glücksfall, sozusagen. Anscheinend wurde eine hochgiftige Pflanze mit der außergewöhnlichen Wirkung entdeckt, Menschen ins Delirium zu versetzen, und zwar genau hier in diesem Park. Doch soweit es die moderne Wissenschaft betrifft, gibt es keine solche Pflanze. Ich fürchte, das gute Volk von London könnte in Gefahr sein. Würden Sie der Sache nachgehen? Will ich da hingehen? Es ist keine gewöhnliche Pflanze. Ich fühle mich wie in einer Opiumhöhle. Was ist denn los mit mir? Ah.
Aber wer sagt's denn? Der sieht auch überhaupt nicht gesund aus, der Typ da. Kann ich eigentlich... Okay. Nice. Einmal ausrüsten bitte. Monturen, ja, das sind die üblichen Verdächtigen. Gang Upgrades. Investieren Sie in Londons Teegeschäfte, um das Einkommen des Zugverstecks um 500 alle 3 Minuten zu erhöhen. Ja, genau. Bald haben wir auch London voll ausgerüstet. 1, 2, 3, 4, 5 Sachen fehlen noch. Zum Schuldigen führen. Warum habe ich das nicht geschafft? Die Kutsche stehen ja natürlich. Hallo. Oh, warum, ey? Komm schon. Okay. Oh verdammt, ich hatte keine Zeit, mein Mikro auszumachen. Ah! Stammen nicht von den Blumen an sich, sondern von den Töpfen.
Da muss irgendetwas drin sein. Ein halluzinogenes Gebräu oder etwas in der Art. So ähnlich wie dieser Beruhigungssirup, schätze ich. Wir müssen es loswerden. Und zwar schnell. Ich glaube, junger Freund, ich kenne den richtigen Ort dafür. Okay. Wer würde die Einwohner von London vergiften wollen? Wer würde solch einen schändlichen Plan aushecken? Offensichtlich ist es nicht Dr. Elliotson. Also weg. Fahren. Ich glaube, die Dämpfe könnten ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Ah! Oh, Dude, ey. Sogar. Nun sollten wir schnell unsere Fracht zerstören. Wir sind fast da. Schwere Geburt. Wir sollten abhauen. Was für ein Zahlenstück. Das hat mich ziemlich aufgewühlt. Die Einwohner Londons haben großes Geier. Ich muss jetzt gehen. Sie werden doch gut auf sich aufpassen, oder? Wir haben die Pferde umgebracht. Na gut. Können wir jetzt Pferde durch Explosion töten auch auf unsere Liste setzen, der fragwürdigen Dinge, die wir in diesem Spiel schon gemacht haben. Mein Gott.